Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Dieses Mal mit einem neuen Necromancer. Ich habe einen Beet gefunden, der zwar einen Dolch braucht und eine Rüstung Auf jeden Fall eine Rüstung, die uns Ward gibt. Und ich habe bemerkt, ja, wir brauchen ohne Ward, also haben wir genug Verteidigung, wir brauchen jetzt nicht unbedingt so viel Ward. Wir müssen die Rüstung zuerst finden. Last Step of Living habe ich schon. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren beim Aussprechen, ein bisschen schwerere englische Namen, aber okay. Ja, ihr wisst es ja, ich habe eigentlich nur durch meine Kollegen Englisch gelernt, vor allem von einem, der in Uganda lebt. Und dadurch, ja, bin ich ja noch nicht so gut als Englisch. Ja. So, das Spiel ist ja Englisch. Ich habe auch ein bisschen Mühe gehabt, anfangs die Worte oder die Sätze richtig zu deuten. Die deutsche Version kommt aber eigentlich so bald wie möglich. Ich denke, es wird aber Oktober sein, bis es dann den... Ja, ihr seht, der Beat geht eigentlich relativ schnell schon. Und ich habe einfach die Rides, die nicht sich bewegen momentan. Es geht. Es ist einfach eine Not, die dafür den Schaden stark hält. Und ich bin sehr zufrieden. Besser mit dem, als mit dem alten Beat. Der hat ja immer so ein bisschen wenig Pike Damage gemacht. Jo. Jetzt bin ich halt den ganzen Tag auch wieder unterwegs gewesen. Ich konnte noch nicht aufnehmen. Und genau jetzt, wo ich ganz müde bin, muss ich noch aufnehmen. Weil ich morgen auch wieder sehr früh ins Training gehe. Das eigene Training. Jo. Bin halt ein Fußballer und kann halt auch nicht immer so mega top gut livestreamen. Aber ich hoffe, es stört euch nicht. Aber Dankeschön für die vielen Zuschauer. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so schnell wieder erfolgreich werde. Ich verliere aber immer sehr schnell wieder die Zuschauer. Also es würde euch gut tun, mir auch ein bisschen zu unterstützen. Also für euch vor allem. Mich tut es natürlich dann auch gut. Aber ich bin nicht so einer, der überheblich wird und dann überhaupt auch nicht mehr so guten Content plötzlich mehr macht. Nur noch auf Pay-to-Win, also auf Clickbaiting macht oder so. Und ich mache ja auch ein Game nebenbei. Und bin dann halt auch immer wieder ein bisschen mehr und ja, nicht imstande aufzunehmen oder hochzuladen, tut mir leid, das ist aber momentan ein bisschen viel los. So, ich werde aber bald einen zweiten Bildschirm wieder kaufen und mit dem neuen dann livestreamen, auch mit HDR. Wahrscheinlich auf 4 oder 8K sogar, mal schauen, was da alles geht. Aber es kostet dann schon sehr, sehr viel Geld. Aber ich mache das gerne für euch, ich will euch mehr Qualität bieten. So, mal schauen. Eine neue Maus brauche ich auch noch direkt. Das wird sehr teuer sein. Naja, gut. Ich gönn's mir. Und ich habe ja bald auch einen Job. 7 Ward und Potion. Ja, vielleicht mal durch. Vielleicht gut. 6 Ward pro Potion Use ist ein bisschen wenig. So, wie schnell geht dieser Skorpion? Recht schnell. Wow. Wie schnell der Leben verliert. Ja, ich habe ihn auf Eis geskillt, den Golem. Und natürlich die Brides auf Feuer. Habe aber nur ein Idol. Ich muss euch dann ein bisschen das Equip zeigen. Also ich habe eben da der Reach of the Grave, eigentlich die Anfängerwaffe für so Fernkämpfe und Magier Minions. Dann habe ich 2 Hellowfinger. Und natürlich dieses Set, das Apples Set. Und Crit. Und Damage Reflect. Okay, nice. So, wir müssen einfach wieder ein bisschen durch die Akte reißen mit diesem Beat. Aber dann haben wir wirklich ein Beat, der auch auframmen kann in dem Ding. Es ist so uns bequem, vor allem für mich selber zu spielen. Wenn wir einfach ein bisschen schneller durchkommen. Na. 100% Chance jetzt. Ich glaube, ich brauche hier 5 Punkte oder 25% zu investieren. Da noch ein Skill und dann haben wir hier. Das müssen wir skillen und
das hier? Wenn wir hier hin müssen, ja, das hier. Also ich schaue noch mal kurz, bevor wir weitergehen. Was muss ich genau scannen dann am Schluss? Ja, in der Mitte. Und oben beides 5. Machen wir mal. Da und da, beides 5. Okay, und da auch 10. Also, dann haben wir eigentlich schon fast durchgescaled, aber wir müssen noch ein paar Level haben. Natürlich. Oh, ich freue mich riesig auf diesen Bild, dann im Endgame noch ein bisschen mehr aufzuräumen. Bei Infernal Shade ist mit diesem Dolch doch auch ein bisschen gut, selbstständig und so. Also es wird Auto geprockt, war nicht so oft, also wir müssen schon noch selber procken. Nur eben, wow, 1125 Schaden. Ah ja, ich habe den Dolch noch nicht. Ich muss den Dolch noch kurz. Nein, nicht den Dolch. Das Amulett, das macht Crit-Chance, genau, das Amulett. Ui. Der Dolch eben, der kann ich dann erst in der Wings of the Dragon heißt, glaube ich, oder so Timeline. Es geht einige Zeit, bis wir den Dolch wirklich gedroppt bekommen, scheinbar. Also wir können ihn vorher schon gedroppt bekommen. Aber dort ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass wir seinen bekommen. Und den müssen wir natürlich grinden, weil wir ihn dann Legendary machen müssen. Was wir machen müssen, ist unbedingt einen Ring holen bei der Inferno-Grube, irgendwie so etwas. Ist denn da schon die Minis runtergehen? Ja. Also wir kommen vorwärts und ich würde gerne mit euch dann immer wieder ein bisschen livestreamen. Ich werde mal schauen, dass ich auch länger livestreamen kann, dass es euch vielleicht auch ein bisschen besser geht mit dem Einschalten. Ihr habt ja auch nicht immer Zeit, oder? Dass ich dann online bin, wenn ihr mal Zeit habt und so. Aber es geht ja nicht jeden Tag und ja. Dann blöd, wenn ich ja nicht so viel für meine Freunde da bin. Ich habe echt viele Freunde in letzter Zeit getroffen. Auch Freundinnen. Wahrscheinlich habe ich bald auch eine Frau. Das ist halt immer so ein bisschen schwer zeitlich. Tut mir leid, es geht einfach nicht anders. Kann ich ein Fulltime-Livestreamer sein? Momentan kann ich ja nicht leisten, weil ich kein zweites Bildschirm habe, auch keine Webcam anschließen kann. Ich habe ja eine Webcam. Ich hole mir bald auch eine neue Webcam und wenn ihr mich ein bisschen unterstützen möchtet, ich kann da eben sehr viel auch rausholen, wenn ihr mich unterstützt. Fragt einfach nach dem Spenden-Link oder sucht bei typestream.com oder net, weiß ich nicht genau. Nach Drago Basler und spende dort. Aber alles freiwillig. Gell? Ich will euch nicht zwingen, aber es wird euch sehr unterstützen. Sehr. Meine, ja, es gibt immer wie weniger Leute. Ich habe jetzt eigentlich fast niemanden mehr, den ich folgen kann und schauen kann. Weil alle Spiele, die mich interessieren, momentan gar nicht mehr so gehypt sind. Außer Minecraft und da ist ja auch Projektpause momentan. Gibt kein Craft Attack, kein anderes soziales Projekt mehr. Ich bin eigentlich fast der einzige Livestreamer von Minecraft noch. Und mache ja auch momentan Pause. Ist echt schade. Also ja, bei mir ist es ja wegen dem Festplattencrash und wegen dem Bildschirm kaputtgängen, der nicht mehr unter Strom gesetzt, also kein Strom mehr hat. Und ja, da kann ich auch nicht viel dafür. Ist leider passiert. Das sind die elektronischen Geräte, das bin nicht ich. Ich mache keine Bildschirme kaputt und Festplatten. Das ist Windows 11. Ja, wirklich. Windows 11 kennt ihr nicht. Der neue Name von Windows 11. Ist auch bei Windows 10 schon zu lösen. Minion Health, Variety, Physical Resistance. Idol. Ich bin ja selber ein Idol. Nee. Umgeben ist ja nicht toll. Ah, heute haben wir ein bisschen geredet über, wir wollen eine Katze gerne haben. So, schon über 2 Punkte. So, ab jetzt brauchen wir schon Infernal Shade. Ne, wir brauchen dieses andere da. Da muss ich leider auch noch schauen. Dead Shade, ah, oh, Dead Shade haben wir noch nicht freigespielt. Könnten wir noch gebrauchen. Magier.
Nein, ich mag. Magie, Magie, Magie. Mit Magie ist alles gut. Nur mehr. Ah, Inferno, der. Inferno gehen. Und dann ein bisschen quitt. Okay. So, also ne, beschwören. Oh ja, die Flammenmagie. Krass. Schade, dass die nicht immer Flamebright sind, aber da haben wir auch die Wahrscheinlichkeit noch zu gewinnen. So. Echt geil. Ich freue mich, eine tolle Magier zu haben. Die Breit sind auch Magier. Schießen Feuerbälle. So, wir gehen unten durch. Ich gehe immer sonst oben durch, aber ich will mal andere Wege nehmen. Diesen Interview. Ja, wie geht's euch so? Seid ihr momentan auch wieder so auf einem Aufschwung? Ich freue mich so riesig, dass ich immer wie mehr Leute treffe. Ich bin so gerne sozial. Wenn ihr auch gerne einen guten Freund haben wollt, sprecht mich an. Redet mit mir. Oder bei Discord und so. Ja, tut euch auch gut, sozial zu sein. Ich mache Attack-Speed oder so. Ja, auf mehr Geschosse. Geht gar jetzt nicht unbedingt einen Punkt rein. Ja, jetzt haben wir immer noch nicht das Ding. Wir haben leider immer noch nicht das Amulett geholt. Ich bin ein bisschen abgelenkt manchmal. Ich bin nicht gern abgelenkt, aber ich bin extra manchmal abgelenkt, weiß es nicht. Ich verpasse manchmal wichtige Sachen. Tut mir leid. Ich will es nicht machen, aber ich mache es einfach irgendwie. Also, ich mache es nicht aus dem Kopf raus. Und, ja. Meine schwere Krankheit, ich habe eine von der schwersten Krankheiten, wo noch nicht erforscht ist und so. ME/CFS. Chronic Fatigue Syndrom macht die Nerven müde und alles Mögliche. Und das noch mit zu wenig Mitochondrien. Es ist ein bisschen schwer, manchmal wirklich auf dem Dampfer zu sein, also alles richtig zu können. Sollte euch hoffentlich nicht so stören. Es gibt andere Let's Player, die machen mehr Probleme als ich und die haben nie einen Grund. Sehen nie, was ihnen gerade behagt. Einer hat zum Beispiel Schlaganfälle immer wieder gehabt und hat es nie gesagt. Und dann ist er plötzlich, glaube ich, mal gestorben sogar dann. Ich weiß gar nicht, was mit ihm passiert ist. Aber ihr, vielleicht kennt ihr ihn. Hat einfach dann plötzlich nicht mehr gelivestreamt und dann ist erfahren, dass er gestorben ist. Ist ein Englischer. Also ja, kennt ihn wahrscheinlich nicht. War ein guter Livestream, der hatte mehrere hunderttausend Zuschauer. Und war ein guter Livestream und dann plötzlich war er weg. Niemand hatte etwas berichtet. Ja. Deshalb, ja. Nicht immer kritisieren oder negativ sehen. Es gibt unter einer negativen Eigenschaft meistens gute Eigenschaften und das müsst ihr schätzen. Egal wer es ist. Ich kann ihn noch nicht tragen. Mist! Die Todesrassel. Also haben wir noch eben das kann ich noch nicht tragen, weil wir sonst zu viel Leben verlieren. Wir sterben zwar nicht, wir haben dann einfach nur ein Leben und das ist gefährlich. Und dieser Wright's Death können wir auch schon mitnehmen. Ich möchte den tragen. Was macht er genau? Er macht einfach alles stärker und mehr Rights, aber. Also, wir können mehr Rights platzieren. Jetzt können wir 6. Steht nicht, wie viel. Wie viele Rights können wir. Ich glaube, wir können unendlich. Nein. Ich glaube, wir können 12 oder so beschwören und das ist meistens nicht möglich, oder? Also. Ich weiß nicht, ob ich den Stab verwenden soll, weil die Wrights dann einfach viel schneller sterben. Sind sie sowieso schneller dann wieder weg vom Fenster.
Quatsch. Liebe Spieleentwickler, macht doch mal etwas gegen diese langsamen Ladezeiten und so. Dass Monster gleich in der Nähe sind neben dem Portal. Ah, ich habe schon wieder ein Herzkasper gehabt. Meine Nerven halten das nicht so gut aus. Sie überreagieren dann wirklich sehr schnell. Aber es ist wirklich toll. Es macht viel mehr Spaß, mit einem Summoner zu kämpfen, als mit einem Bogenschieß. Ja, macht keinen Schaden. Schuss, ja. Also Marksman zu schlecht, zu wenig Schaden. Summoner zu viel Schaden. Ist einfach so. Kann man nichts machen. Das Balancing ist leider noch nicht gut in diesem Spiel. Schade, echt schade. Weil ich könnte im Spiel wirklich alles mit dem entwickeln. Man muss aber vorwärts sein. Es ist wirklich schon lange nicht mehr so etwas Gutes rausgekommen. Jetzt muss man wieder etwas wirklich. Ja, Dungeons rauskommen. Das Endgame ist immer noch nicht ausgewogen genug. Es gibt eben diese. Wie heißen die schon wieder? Es gibt so viele spezielle Echos, die irgendwie, glaube ich, zurücksetzen oder so, dass man wieder auf Corruption 1 ist oder Corruption 10 ist und dafür irgendwelche Items bekommt. Eben diese Items, die mit uns leveln. Wie heißen die? Ja, ich habe eben das Item noch nicht gefunden. Ich habe mehrere Charakter angeschaut und das Item ist leider noch nicht aufgetaucht. Entweder ist es verloren gegangen. Ich habe den ganzen Charakter mit dem Item gelöscht oder so. Bin manchmal doch ein bisschen zu schnell am Löschen gewesen von Charakteren. Ja, sie haben nur 20 Slots eingebaut. Wieso? Ich verstehe die Entwickler nicht. Das Spiel ist ja anders überfordert. Da muss nicht irgendwie etwas entfernt werden, wo das Spiel gar nicht überfordert ist. So Charakter-Slots können wir doch haben. Oder haben die den Server so schlecht? Ja, dass nicht viele den selber benutzen können mit so vielen Charakteren. Keine Ahnung. Daran irgendwie schief läuft oder so. Und der Entwickler ist noch ein Anfänger. Den kann man nicht so böses. Ich bin ein bisschen zu viel am Nörgeln mit den Entwicklern. Stimmt schon. Aber mir ist es wichtig. Ein Spiel, was ich liebe, muss ich mal annörgeln. Es machen zu wenig Leute. Es gibt so viele Games, die sind einfach nicht perfekt, weil die Leute das Spiel nicht mehr kritisieren. Dadurch kann der Entwickler das Spiel nie besser machen, dass noch mehr Zuschauer, noch mehr spielen, oder? Es muss ein bisschen mehr genörgelt werden. Aber ich glaube, ich mache es ein bisschen zu viel manchmal, weil es mir schon mehr auffällt. Wenn ein gutes Spiel so viele tolle Sachen haben. Ich finde die Gegend hier auch so mega schön. Kann ich auch meistens nicht so viel Schönes sagen, da ich ja sonst echt viel zu viel rede. Und wenn mir etwas auffällt, dann etwas negativ, weil es dann einfach auffällt, weil es nicht oft kommt. Aber wenn man jetzt mit einem Portal in die die Map kommt, dann sollte man keine Gegner in der Nähe haben. Wieso haben sie das noch nicht eingestellt? Greetings. Sind die dumm? Spielen die selber nicht? Ich glaube schon, oder? Vielleicht sind es dumme Leute, aber meine Güte, man sollte niemanden dumm nennen. Ist aber. Oh, heute habe ich einen fetten schwarzen Witz gerissen. Ihr müsst mal zu einem Menschen, der dick ist und selber schuld ist, mal sagen, aber schwangere Elefantenkühe tragen nur 22 Monate. Das ist wirklich schlimm für dich. Ich habe heute wieder einen getroffen, der hat noch angegeben mit seiner Dickheit. Hat mir sogar die Schwabbel gezeigt. Er ist auch ein Fußballer, aber er ist viel zu dick. Und da habe ich wirklich das gerissen. Er hat zuerst echt bös gemeint und hat den Witz verstanden. Aber
Meine Güte, Elefantenküsse sind die besten Müttern. Also ist nicht beleidigend. Und ja, er ist ja nicht schwanger, also muss ich das nicht persönlich nehmen. Aber es ist einfach, weil wir so gute Kollegen sind. Einfach mal so. Die schwarzen Witze solltet ihr erst bringen, wenn ihr wirklich ja, versteht, dass der es nicht böse ist. Also er muss es nicht persönlich. Erst dann sind schwarze Witze wirklich auch gut. Aber Fettleibigkeit ist eine moderne Schwäche von vielen Menschen. Sie können nicht. Also, sie essen zwar meistens gar nicht so viel, aber sie haben keine Bewegung. Und sobald sie Bewegung haben, dann nehmen sie ab. Aber er macht halt viel zu wenig Fußball. Und deshalb bin ich da schon so wie ein Coach. Und ich mag einfach schwarze Witze. Auch wenn sie manchmal hundsgemein sind. Aber ich kriege manchmal auch schwarze Witze. Ich bekomme zum Beispiel von deutschen Freunden immer wieder Schweizer Witze über. Und Schweiz, also gegen Schweizer gerichtete Witze sind manchmal echt schlimm. Also nur nicht meinen, ich würde nicht selber auf die Fresse bekommen. Doch, auch. Sogar mit meiner Nervenkrankheit wird Witze gemacht. Über meine Nervenkrankheit. Aber meine Güte, sind schwarze Witze so böse? Nein, sind gar nicht so böse. Ich finde sie toll, ich finde sie motivierend. Sie tun mit dem Angriff tun sie motivieren. Schade, aber nicht ein besseres Buch. Idole, was ist das? Katalyst. Ey, mir macht der Bild so viel Spaß. Haben wir zu wenig? Wir haben weniger Elektriker. Wo sind denn die gestorben? Ah, wahrscheinlich doch gegen Ende von der vorigen Quest. Die machen so viel falsch, fast kein Damage. Okay, ein bisschen Damage machen sie schon, aber ja, Skelettmagier und Wraith sind schnell. Ich könnte sie jetzt langsam auf Defensive skillen, auf Nahkampf. Nur einen Arschmarke. Tut mir leid für die Kraftausdrücke. Die Arschmarke gehen mir so am Arsch vorbei. Ach, tut mir leid. Ah ja. YouTube mal wieder mit seinen Problemen. Da darf man nicht mehr Arsch sagen. Was ist an Arsch vorwerflich oder negativ? Ein schönes Wort. Na, man macht dir keine Flame Rights werden. Es geht so schnell, also es geht doch ein bisschen langsam, wenn man schon viel Leben hat. Aber arme. Seit wie lange Zeit bin ich schon am Necromancer hochgeschalten? Es macht einfach mega viel Spaß. Das ist nicht meine Lieblingsklasse. Beastmaster ist meine zweite Lieblingsklasse, aber dort hast du immer so das Gefühl, die Minions machen zu wenig AOE-Schaden oder sind zu wenig schnell. Es macht nicht ganz so viel Spaß. Vor allem die Squirrels, ich habe sie noch nie erreicht, weil diese Squirrel ist nur in der Beta vom Multiplayer-Modus im März oder April, nein, im Februar noch gedroppt. Und dann war es schon zu spät und man konnte nicht ab Level, ab 8.3 konnte man nicht mehr weiter leveln. Genau. Was haben wir hier? 31, kann ich gleich wegwerfen. Schade. Kommen wir noch kurz zurück. Also, ich möchte gerne mal die Squirrels dann auch noch spielen. Aber da brauche ich noch ein gutes Bild. Okay. Wieso da? Auch schlecht. Der ist gut. Der könnte gut sein. Den Ring brauchen wir sowieso.
Behelm können wir dann auch reinwerfen. Also der Stab ist 36, 38. Wo können wir noch kurz auf die Dauer? Ich muss unbedingt den zweiten Monitor wieder haben. Das ist so wichtig zum Aufnehmen, sonst muss ich da immer im Hintergrund kurz nachschauen. Und das Switchen geht bei Last Hype doch auch ein paar Sekunden. Ja. Aber immerhin tut meine Grafikkarte nicht mehr über heiß werden. Es ist eben dieses G-Sync, ich kann es nicht ausstellen. Das geht nicht. Das geht bei mir wahrscheinlich bei 150 plus. Und V-Sync bringt gar nichts und reduzieren auf 60 FPS funktioniert auch nicht. Es ist schade, dass V-Sync immer ist deaktiviert. Wer hat das erfunden? So ein Vollpfosten, der keine Ahnung hat. Der einfach irgendwann was mal machen wollte, da hat das erfunden. Also G-Sync oder V-Sync ist ja nicht so schlimm. Aber macht auch manchmal Probleme. Das macht nicht mehr so viel Probleme, das wurde eigentlich gut, oder? Früher hat man immer gesagt, V-Sync nicht aktivieren. Macht Probleme, aber wo? Ich hatte nie Probleme. Mit V-Sync hatte ich nie Probleme. Wieso sagen das die Leute so, weil sie zu langsamen PC haben vielleicht? Und das mit einem langsamen PC dann zu Problemen, zu Grafikfehlern oder so führt? Aber ich hatte nie Grafikfehler, das ist nicht. Da dürfen gerne mal Leute, die sich mit Hardware auskennen, mal mit mir ein bisschen diskutieren. Im Livestream zum Beispiel auch. Ich hätte gerne ein paar Livestreamer oder so ein bisschen mit mir unterhalten können. Also ein bisschen Besserungen oder so sagen, ein bisschen Kenntnisse haben. Oder sich mir meine Fragen auch ein bisschen beantworten lassen kann. Das ist natürlich etwas Nettes. Ich mache das, hab das auch immer so ein bisschen gemacht. Ich habe mich manchmal bei Livestreamen aufgehalten, wo ich nicht mit dem Spiel ausgekennt habe. Ich habe mich immer mit dem Spiel so ein bisschen geholfen, also weil ich die Spiele doch ein bisschen besser kannte. Die haben sich so mega gefreut. Das war immer so spitzenmäßig toll. Zum Beispiel habe ich ja mit Gronkh, ja, bin ja sehr früh Moderator bei ihm gewesen, also noch nicht berühmt war. Und später hat mich dann auch einfach total vergessen wahrscheinlich. Ich habe einfach nicht mehr weitermachen wollen bei ihm als Moderator. Und ich bin so ins Hintertreffen gekommen. Andere Moderatoren sehr viel mehr da und so. Ich wollte einfach nicht mehr. Wenn Leute gut werden, also zu viel Erfolg haben im Streaming, dann brauchen sie mich auch nicht so. Da ich auch nicht so viele Stunden sein kann. Bei den. Kennt ihr vielleicht. Wie heißt er? Also, ihr kennt sicher ein paar deutsche Livestreamer den ganzen Tag Livestreamen. Sicher. Das kann ich jetzt persönlich nicht. Oder ich kann es schon. Aber ich muss hart trainiert haben, damit ich genug fit bin und dass ich auch ein bisschen Sportpause machen kann. Uns geht's nicht. Ich kann nur drei beschwören von den Magiern. Und einfach wegen der Nervenkrankheit bin ich schneller müde. Okay, ich halte schon länger aus mit Reden, aber ich bin da ein bisschen gestresst. Da möchte ich jetzt eigentlich unbedingt sehr viel schneller sein. Hier sind wir voll. Ich gehe noch auf Fire Arrow und dann eigentlich Ice Arrow, Bar Number. Und hier gehen wir. Ist jetzt gerade schwer, wo ich hin soll. Doch ein bisschen mehr beschwören. Aber nur zwei und dann ist der Schaden noch viel höher. Nur zwei Raids ist auch nicht gut. Bleed auch nicht, dann gehe ich hier auf Crypt Multiplayer mal.
Habe ja jetzt mit dem Amulett auch mehr Chance. Und hier unbedingt auf 11. Melee Damage ist dann. Nein, der muss nicht mehr Schaden machen. Und hier können wir jetzt auf Pass gehen, damit die noch mehr Crit haben. Wir haben ja das Amulett an. Sollten jetzt eigentlich mega viel kriegen. Oh, 1900er jetzt. Mit dem Multiplier haben wir jetzt von 1600 auf 1900 hochgekriegt. Ah, schon. Wenn so schnell die Minions angreifen, dann ist so 1900 ultra stark. Wow. Also bei Last Epoch sind die meisten Leute wirklich Necromancer-Fan. Wenn sie noch, also wenn sie noch nicht so weit sind. Für mich ist es nicht so schlimm. Ich kann auch overpowered bleiben die ganze Zeit. Für mich ist ein Schwierigkeitsgrad nicht wichtig. Ich will Spaß haben. Und mit einem hohen Schwierigkeitsgrad habe ich meistens weniger Spaß, das einfach nicht so fließt. Ich brauche es ein bisschen fließend. Also nicht ganz fließend, aber doch ein bisschen weniger. Oh, hier ist wieder ein Zuzerr-Gegner. Oh, hier macht er wieder nicht so viel Schaden. Oh, hier stirbt man wieder. Das macht nicht so viel Spaß. Es liegt wahrscheinlich an meiner Nervenkrankheit. Ne? Aber das soll euch vor allem nicht stören und sonst sagt ihr es, ich soll da schon ein bisschen etwas schwereres spielen. Macht mir nicht so viel Angst. Nur eben, wir wollen ja auch ein bisschen vorwärts kommen. So. Ja, und durchgehen. Wie findet ihr das Spiel sonst? Also bei mir seht ihr viel Gameplay und deshalb gefällt es mir auch so sehr. Ich spiele nicht Spiele, wo ich nicht Spaß habe. Bei wenig Spielen wirklich der Heidenspaß. Ich habe jetzt kürzlich mal gedacht, ich werde mal eine zu wiederbringen. Muss aber die DSIs kaufen, das muss ich morgen dann machen. Und ja, das nächste DSI kostet auch 10,50 €. Bisschen teuer. Ein DSI mit ein paar Tierchen. Aber dann einfach auf mega witzig machen. Also ja, einfach das Konzentration aufs Witzige. Soll ich auch mehr Spaß machen. Coole Szenen gibt und so. Vielleicht auch ein bestimmtes Setting machen. Also das Neueste ist irgendwie so Wüstentiere aus Somalia, Äthiopien und so. Und also Ostafrika. Und ich freue mich drauf, auch wenn es vielleicht nicht so toll aussieht in der Wüste. Aber ich werde es so bunt, noch nicht bunt, aber ich werde schon ein paar Blumen, Pflanzen hinklatschen. Eine Wüste alleine ist doch ein bisschen langweilig, oder? Mach eine Sphinx. Eine Sphinx, die aussieht wie ein Drachen oder so. Wusstet ihr, dass die Sphinx wahrscheinlich einen Menschenkopf hatte? Ich denke nicht mehr alles, er wär einfach ein Löwen gewesen, aber er hatte wahrscheinlich einen Menschenkopf. Ich finde die Worte so cool, wie sie aufploppt oder wieder verschwindet. Friert sie erzählig. Und geht's ihnen gut. Schon tot? Jetzt haben sie wenig erlebt. Ich finde das toll, ging tausendmal schneller als mit dem Multishot Marksman. Also dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen. Wir noch in der nächsten Akt. Wir sind noch Akt 5, ja. Und ja, hat Spaß gemacht. Der Park kommt wahrscheinlich in der Nacht raus. Hoffentlich stört es euch nicht allzu sehr. Ihr müsst die Klingel natürlich bei mir und die Glocke nicht unbedingt anhaben. Ich schaue meistens nur in der Abo-Box. Ich habe, glaube ich, noch niemals eine mit Glocke abonniert.
Glocke auch noch gedrückt. Aber es unterstützt natürlich die Leute. Ich würde es trotzdem machen, wenn ich auch die Menschen mehr unterstützen könnte, oder? Weil es könnte irgendwie wie so eine Computerstimme. Ich möchte nicht extremst aktiv Leute unterstützen. Ich möchte sie mit Kommentaren und Likes unterstützen. Das reicht. Mich selber. Kann ich mich selber unterstützen? Geht das? Ja, vielleicht mit einem zweiten Account. Muss mich nicht unterstützen. Was denn? Wer macht das? Wahrscheinlich jeder andere. Keine Ahnung. Die sind cool, die Necromancer als Magier. Mega cool aus. Die habe ich jetzt das erste Mal auch gesehen, seitdem sie reworked wurden. Im März, gell? Update 0.9. Ja. Also, tschüssi zusammen, bis zum nächsten Part, euer Drago Basel. Bye.